Sebastian, wir sind hier beim Netzwerktreffen Junge Volkshochschule. Wir haben heute Barcamp als Thema und du hast jetzt eine Session geleitet, Junge Volkshochschule. Kannst du da ein paar Stichworte nennen, das Thema und vielleicht ein paar Dinge, die jetzt in der Diskussion besprochen worden sind. Um die Frage, wie man Jugendliche und junge Erwachsene stärker mit einbinden kann. Und zwar einmal einbinden in die Programmgestaltung, also letztendlich zu gucken, was gibt es eigentlich für Wünsche, für Interessen bei den Jugendlichen, bei den jungen Erwachsenen, aber auch sie einzubinden als zukünftige Kursleiter. Also letztendlich Kursleiter zu gewinnen, die auch näher am Zielpublikum sind. Ja, für mich war das erste Barcamp und eine sehr interessante Erfahrung. Also zum einen inhaltlich, muss ich sagen, fand ich, ist in der Dreiviertelstunde eine Menge rübergekommen. Also ich habe ganz persönlich einige Anregungen mitgenommen. Zum Beispiel war das Stichwort, ja auch die Kinder von jetzigen Kursleitern vielleicht damit ins Boot zu nehmen oder mit der Uni stärker zusammenzuarbeiten und viele weitere Ideen. Das nehme ich mit, aber auch der Umgang miteinander fand ich sehr angenehm. Also diese Lernform Barcamp war für mich neu und einfach inspirierend. Und ich fand, es war ein sehr, sehr guter und wertschätzender Umgang zwischen den Teilnehmern. Obwohl wir fast 20 Leute waren, also war das eigentlich reibungslos. Für mich war an manchen Stellen das so die Schwierigkeit, mich ein bisschen zurückzunehmen, eben nicht in die Rolle des Moderators zu gehen, wie man das vielleicht sonst in anderen Zusammenhängen gewohnt ist. Also wenn sich jemand zum Beispiel zu Wort gemeldet hat, dann eben nicht dran zu nehmen, sondern mich da einfach zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin wirklich nur für den äußeren Rahmen zuständig und lass das ansonsten laufen. Also das war so für mich die Herausforderung. Ja. Gut, Sebastian, du hast jetzt im Prinzip schon alles gesagt, was ich dich jetzt fragen wollte. Ich hatte genau dieselbe Erfahrung, dass es also eine sehr angenehme Atmosphäre war und dass wir sehr viele Dinge angesprochen haben, wo, du hast jetzt ein paar Stichpunkte genannt, das waren neue Lernformen und wie man eventuell auch neue Lehrpersonen im Kreis der Jugendlichen finden kann. Ja, vielen Dank. Jo.